Das hier ist der Security Guard Cavefinder. Es ist ein Gadget, das Leuten dabei helfen soll, ihre Schlüssel bzw. ihre Sachen allgemein schneller und effektiver wiederzufinden. Passend zum Thema Sicherheit ist der Cavefinder als kleiner Polizist hergestellt worden. Er ist aus Plastik und die Batterien, die mitgeliefert werden, sind auch gleich schon eingelegt. Um den kleinen Cavefinder jetzt wirklich zu benutzen, muss man ihn erstmal an einen passenden Schlüssel anbringen. Das funktioniert ganz einfach mit dieser kleinen Klammer. Als nächstes muss man den Cavefinder auf der Rückseite erst einmal anschalten. Dazu gibt es diesen kleinen Schalter. Bewegt man den Schalter nach oben, wo übrigens ein kleines H an der Seite steht, dann reagiert der Cavefinder auf sehr hohe Töne. Bewegt man ihn nach unten, reagiert er auf sehr tiefe Töne. Was genau für Töne das sind, das erzähle ich euch gleich. Hat man nun den Cavefinder samt seinen Schlüssel verloren, so muss man nur noch danach pfeifen und der Cavefinder reagiert. Und je nachdem, wie hoch oder wie tief man nun pfeift, muss man auch den Schalter auf der Rückseite einstellen. Das Gadget namens Cavefinder. Mit einem Preis von 11,90 Euro finde ich das Ganze ein wenig zu teuer und dazu ein wenig zu ungenau. Manchmal reagiert der Cavefinder erst, sobald man die ganze Tonleiter hoch und runter gespielt hat. Manchmal reagiert er aber auch gar nicht. Sobald das Ganze noch ein wenig besser reagieren würde, könnte ich das Ganze auch weiterempfehlen. So ist es zwar eine gute Idee, aber die Ausführung könnte besser sein.